U60-311. Wenn man jetzt dahin geht, dann ist es nicht mehr das, was es mal war. Es ist kaputt, es ist leer, es ist leblos. Es scheint so, als wäre der einzige Weg, jetzt ins U60 zu gehen, nur noch möglich, wenn wir in unsere Erinnerung tauchen. Wenn das wirklich aber der einzige Weg ist, dann verdammt nochmal, lass uns die Erinnerung aufleben. What's up, everybody? Yes, hier ist der Dan am Start und ihr seid bei einer neuen Folge von Dan's Drug Diary. Yes! So, ich habe euch ja in den letzten zwei Folgen erzählt, wie die Sucht mehr und mehr Überhand genommen hat in mein Leben und meine allererste Tat gemacht habe, was wirklich krass war. Also da war wirklich eine kriminelle Energie dahinter. Und ja, es ist aber schief gegangen, ja, weil letztendlich unsere Freunde und Helfer bei mir in die Bude einmarschiert sind und auch das Beweisstück gefunden haben. Und heute geht es genau da weiter, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Also, let's go! So, es war dann so, dass ich, nachdem ich auf dem Revier war, nach Hause gekommen bin und erstmal abgecheckt habe, was geht hier überhaupt ab, ja, was wurde gefunden. Glücklicherweise war das Geld noch da und es war mit den zusammen, was ich da erbeuten konnte, ungefähr alles zusammen, Pi mal Daumen, 20 Riesen. Ich hatte vorher noch nie so viel Cash gehabt, ja, geschweige denn generell überhaupt so viel Geld gesehen. Ich habe dann erstmal damit die Schulden bezahlt, die ich hatte, die Mietschulden und sämtliche Sachen, ja, einfach, dass ich wieder im Reinen war. Und hatte dann immer noch so viel Kohle übrig. Und ja, es war nicht so, dass ich mir überlegt habe, so, das legst du jetzt hier zur Seite, damit ihr lange klarkommst und so. Nein, Mann, ich wollte nach vorwärts gehen. Ja, ich habe das ja, diesen Tat gemacht, damit ich so weiterleben konnte, wie ich gelebt habe. Und jetzt hatte ich noch so viel Kohle, das heißt, ich konnte viel mehr ausgeben, als ich vorher ausgeben konnte. Und wie ich es ausgegeben habe, erzähle ich euch heute. Denn wir fahren zusammen ins U60. Und zum grünen Abschluss ins Vinylbar. Also, let's do this. Ich habe damals einen Ticker gehabt, wir nennen ihn Ulme. Ja, der Ulme hat zu mir gesagt, es gibt hier in Frankfurt Nacht der Clubs. Ja, das heißt, man zahlt einmal Eintritt und man kann dann in sämtlichen Clubs gehen. Ja, und ich hatte richtig Bock drauf. Wochenende stand vor der Tür, ja, und es war auch noch mein Ticker, ja, also der hat sich gefreut, weil ich ihm ja ein bisschen erzählt habe, was ich gemacht habe, und ich habe mich gefreut, weil ich wusste, dass alles gedeckt ist, und wir haben uns einfach gefreut, eine richtig coole Zeit zu haben. Es ist noch ein Mädchen, also eine Freundin von ihnen und von ihr der Freund, die sind auch mitgekommen. Wir sind dann gemeinsam nach Frankfurt gefahren. Es war das erste Mal, wo ich im elektronischen Feierreissinne zumindest nach Frankfurt gegangen bin, um zu feiern. Ja, ich habe viel gehört von U60, ich habe viel gehört von sämtlichen Clubs und überhaupt hier das Feierleben, ja, und endlich ist es soweit, dass ich auch ein Teil davon sein werde. Wir sind mit dem Zug gefahren und da drin war es schon cool. Es war eine sehr angenehme Stimmung, es waren coole Leute. Ich habe mich so dick eingedeckt, ja, ich hatte Schnelles am Start, ich hatte Tyler am Start und ich hatte JJ am Start, ja. Und nicht nur, dass das Substanzen waren, die ich gehabt habe jetzt, sondern ich wusste, von ihnen sind es immer exquisit gute Sachen.
Wir sind hingefahren, es war Freitagabend. Wenn man von Fulda mit dem Zug nach Frankfurt fährt, irgendwann kommt so eine Stelle, wo du einfach an den Hochhäusern immer näher und näher kommst. Und dieser Moment ist immer magisch für mich gewesen. Es war immer sehr, sehr nice und ich habe mich immer sehr, sehr gefreut. Dann war es soweit, meine Damen und Herren. Dan Lee war das erste Mal in seinem Leben vorm U60-311 gewesen. Als wir hingelaufen sind, da hatte ich so krasse Schmetterlinge im Bauch. Also so krasse, ja. Ich war richtig aufgeregt. Ich habe mich so sehr gefreut, ja. Zu den ganzen Substanzen und so, einfach so diese Euphorie, was ich da hatte. Und dann standen wir vor der Tür oben und die Türsteher, ich weiß, später war es so, dass das eine andere Türstehertruppe war, die leider viel Mist gebaut hat, deswegen ist auch U60 geschlossen worden. Aber diese Truppe, die waren richtig cool, die waren sehr nett, sehr korrekt. Einfach gute Laune, ja. Selbst die Türsteher waren korrekt gewesen, ja. Komm her, man. Ja, okay. Komm mal ganz kurz her. Oh, wen haben wir denn hier? Thank you, buddy. So, ich bin dann mit meinen Kollegen nach unten gegangen. Wir waren ungefähr da gewesen, so um 12 Uhr, also Mitternacht, sind wir da hingegangen. Wir hatten diese Karte gekauft, schon im Vornherein, also diese Ticket, was für sämtlichen Clubs gilt. Aber wir waren in kein anderer Club, wir waren nur im U60 gewesen. Ja, wir sind dann, es gibt so eine Treppe, die man länger nach unten gehen muss. Ja, ich meine, es ist ja früher ein U-Bahn-Schacht gewesen, eine U-Bahn-Station. Und dementsprechend musste man halt so diese Treppen nach unten gehen. Und je weiter ich nach unten gegangen bin, die Leute, die mir entgegenkamen, diese Mucke... Man, ich war dann da und hab das gesehen und ich hab mich sofort auf der Stelle in diesen Club verliebt. Ich hab die Leute tanzen sehen, wie die abgegangen sind. Überall wirklich coole, coole Leute und es war einfach richtig nice. So, ich bin dann durch den Club gelaufen. Es war dann so, dass ich oftmals einfach mal eine Runde laufe, um zu sehen, was ist das für ein Club, wo ist alles und so. Und als ich da gelaufen bin, ja, ist mir aufgefallen, ich habe einen DJ gesehen und das war Mike Fate. Das ist der Bruder von Sven Fate. Und ich bin reingekommen und ich habe den gesehen und schon gleich, der hat schon richtig, also es wurde schon richtig geschrubbt, die Mucke, ne? So, und ich laufe da weiter und es gab so einen anderen Club, das hieß Afterburner, ja? Und da drin, das war ein bisschen kleiner, also das war der zweite Club im U60, ja, der Afterburner. Und da drin war es ein bisschen, ja, minimalistischer. Oben die Decke, die haben so eine extrem krass geile Belichtung gehabt, was voll abgegangen ist. Die Leute sind am Feiern und es war einfach wahnsinnig, ja, es war richtig krass. Und ich bin am Tanzen und ich habe so gemerkt, es wurde so krass getanzt und gefeiert und es hat dann Schweiß bzw. Kondenswasser ist von den Decken getropft. Und man sagt dazu, ja, wenn Schweiß von den Decken tropfen. Viele Leute würden sagen, ja, das ist ja ekelhaft. Und wiederum andere Leute wissen, was es bedeutet, wenn Schweiß von der Decke tropft. Nämlich, dass es abgeht und dass in diesen Schuppen richtig krass nach vorne gegangen wird. Ich habe getanzt, ich habe gefeiert, ich war geschossen, ich bin dann auf Toilette gegangen, habe mir alle halbe Stunde ein Ding gemacht, habe auch ein Teil gefressen, ja, und bin total zugetrönt durch den Club gelaufen und so, ja, und es war... Es war schon echt krass. Ich wollte irgendwann rausgehen und wie ich eben gesagt habe, wir sind um 12 Uhr Mitternacht etwa hingegangen. Und als ich dann raus bin, habe ich auf die Uhr geguckt und es war 4 Uhr und es war immer noch dunkel. Ne? Und ich habe eigentlich gedacht, es müsste jetzt Tag sein, ja, weil 4 Uhr. Und da habe ich gedacht, hey, war ich nur jetzt 4 Stunden hier drin oder es müsste doch 4 Uhr Mittag sein. Nein, es war 4 Uhr morgens am nächsten Tag.
Ja, ich habe da schon jetzt also 28 Stunden gefeiert. Ja, und die ganze Zeit hat der Mike Fate auch die ganze Zeit durchgehend aufgelegt. Ja, also es war wirklich extrem heftig und in extrem anderen Welt. Ich habe dann in der Zeit, als ich da war, jemanden kennengelernt aus Irland. Ja, und ich als Halb-Ami und er aus Irland, es war sofort eine Connection da, wir haben uns auch die ganze Zeit auf Englisch unterhalten. Also ich auf Englisch und er mit seinem irischen Kauderwelsch-Englisch, wenn ich das so sagen kann. Like in the lambs and others and the sheep, just count out a nice bit of money, like. Ja, und wir haben dann einen Italiener noch kennengelernt, aber der Italiener kam aus Frankfurt. Und der hat gesagt, hey Leute, wir haben es super verstanden, ich habe die eingeladen, später hat der mir einen Teil gegeben und so, also es war richtig nice. Und der Italiener hat gesagt, hey Leute, es gibt hier einen After-Hour-Schuppen. Ja, wenn ihr Bock habt, da mitzugehen, könnt ihr gerne mit mir gehen. Und ich so, ja, wohin? Der ist, ja, Vinylbar heißt das. Vinylbar habe ich noch nie gehört, Mann. Ich bin dabei. Da sind zwei krasse Sachen passiert. Das ging da schon eher ans Eingemachte. Da waren mehr kaputte Leute. War wohl mit irgendetwas gestreckt. Gar keine Chance, dass ich da jetzt mitgehe. Ich habe da schon mittlerweile 3 Tage gefeiert. Wart ihr selber auch schon mal am U? Oder was war der Club, der euch geprägt hat? Schreibt's mir in den Kommentaren und vergesst nicht, mir ein Like dazulassen.